Von einem situativen Pressing sprechen wir immer dann, wenn die Situation sich, sagen wir mal, nach dem Zufall eben ergibt. Das bedeutet, wir haben noch gar nicht mit dem gelenkten Pressing zum Beispiel begonnen und jemand spielt einen falschen Ball oder jemand rutscht aus oder es irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Das heißt, zum Beispiel, die Innenverteidiger sind jetzt noch weiter weg von unserem Abwehrverbund. Das heißt, wir haben noch gar nicht mit dem gelenkten Pressing zum Beispiel begonnen und jetzt spielt mein Innenverteidiger spielt hier einen richtig schlechten Ball, einen Ball, der kurz vor dem Außenverteidiger auftitscht und der dann, keine Ahnung, ein bisschen nach innen reinspringt. Ja, und dann geht dieses Pressing-Signal für das Kollektiv, wenn der beteiligte Gegenspieler sozusagen ihn dann sofort unter Druck setzt. Und dann ist es natürlich entscheidend, dass wir dann versuchen, natürlich auch uns so zu postieren, dass wir ihn maximal unter Druck setzen können, um dann hier den Ball zu gewinnen. Das heißt, Pressing-Signale sind generell zum Beispiel auch, wenn jemand einen flachen Ball spielen will, der Ball springt hoch oder er hoppelt und springt dem Außenverteidiger ans Knie zum Beispiel. Dann ist es entscheidend, dass sich nicht nur einer unter Druck setzt, sondern dass die anderen sich sofort so postieren, dass keiner mehr mit angespielt werden kann, dass eine Stresssituation entsteht. Deswegen sage ich auch immer, das akustische Signal ist mit eines der wichtigsten, um die Spieler, die den Ball besitzen, eben noch weiter unter Druck zu setzen, weil er eh schon verunsichert ist, weil er einen Fehler gemacht hat. Ja, könnten auch zum Beispiel lange Bälle sein, die auf den Kopf kommen, die dann abspringen, wo dann sofort unter Druck gesetzt ist. Und dann müssen wir das Ganze immer im Kollektiv tun. Wenn nur einer drauf geht, das sehen wir ja hier, wenn wir es hier in unserer normalen Formation bleiben, wenn dem hier der Ball hier wegspringt, jetzt gehen wir nochmal zurück, ihm springt hier der Ball weg, so nur er presst hier drauf, dann wird er den Ball hier rauslösen können. Ja, wenn wir das aber erkennen, der Ball springt hier raus, dann müssen wir eben sofort, Moment, nicht der hier, sondern hier rausschieben, um diesen Pass eben zu verhindern und hier wirklich in Ballnähe alles zuzuschieben, um wirklich ihn noch weiter unter Stress zu setzen, dass er diese Pressing, diese Drucksituation eben nicht sauber lösen kann, nur wieder mit einem schlechten Ball und dass wir dann immer näher an den Ball rankommen. Das heißt, situatives Pressing wird immer von dem Spieler ausgelöst, der in Ballnähe ist, der den Spieler unter Druck setzt und die anderen Spieler müssen sofort das erkennen und außenrum die Passwege so zustellen, dass wir eben aus dieser Pressing-Situation, dass der Gegner sich da nicht rauslösen kann. Situatives Pressing kann auch aus dem eigenen Spielaufbau heraus entstehen. Das heißt, ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel, wir werden hier unter Druck gesetzt und wir spielen jetzt hier den langen Ball auf die Spitze. Die Spitze verlängert den Ball zum Beispiel hier raus. So, und jetzt hat der Gegner den Ball mit Rücken zum Tor. Wenn ich jetzt nicht nachpresse oder nachschiebe, wird er in diese Position hier reinkommen, kann das Spielfeld wieder aufbauen. Das heißt, hier ein unterkontrolliert verlängerter Ball. Und jetzt pressen wir, die Blauen pressen eben diesen Spieler, der mit Rücken zum Tor ist, pressen wir nach. Und zwar ganz einfach, indem wir hier alles eben kompakt hier nach vorne und nach innen reinschieben, auf Ballseite eben hier reinkommen, um ihn dann hier gemeinsam unter Druck zu setzen, dass er sich eben nicht umdrehen kann. Situativ wäre dann auch, wenn er den Ball zum Tor spielt, ob wir dann nicht mit Spitze auch noch draufschreiben, um den Druck weiter zu erhöhen. Das Ganze wieder immer mit Signal auch. Das heißt, wenn der Ball verlängert wird, wir sehen, ob unsere Spitze, unser Flügel den unter Druck setzt, dann müssen wir kompakt alle gemeinsam nachschieben. Wenn wir das nicht tun, hier zum Beispiel auf der 6, nicht optimal nachschieben, dann wird er das Pressing eben hier lösen, indem er sich zum Beispiel hier nach außen wegdreht, den Ball hier reinspielt oder sich nach innen wegdreht und den Ball hier reinspielt. Das heißt, hier in diesem Pressing, das Signal geht hier von dem Offensiven aus, das heißt, der macht volle Pulle drauf, bedeutet, wir müssen hier nachpressen und müssen versuchen, leicht Ball näher zu stehen, damit dieser Pass hier raus, der Drucklöser, eben nicht möglich ist. Und das ist etwas ganz Entscheidendes, hier auch situatives Pressing, Ball wird verlängert, Gegenspieler ist mit Rücken zum Tor und jetzt können wir ihn von unserem Tor wegjagen. Wichtig ist, wir müssen es wieder in der Kompaktheit tun, wir müssen ihn gemeinsam unter Druck setzen. Da sind vor allem die Sechser gefragt, die das hier mit den Mitspielern auslösen müssen auch und ihnen sagen, kommt dran, schieben, nachschieben, 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 nachschieben. Da darf eben kein Drucklöser möglich sein.